Piranha Bytes. Javut. CPT Gothic 3. So, und ja, herzlich willkommen zu Gothic 3, die Enhanced Edition, mit dem, mit dem Community Patch auch noch. So, ich hatte vorhin tatsächlich mehrfach versucht gehabt, das normal zu spielen, irgendwie. Mich ist gerade sehr, sehr laut, ich habe neue Kopfhörer auch noch. Muss ich ein bisschen leiser stellen für mich. Und ja, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, mich überhaupt zu bewegen, sagen wir so. Die Tasten 1, 2, 3, also 1 bis 0 haben nicht funktioniert, WASD hatte nicht funktioniert. Und ja, da hatte ich einfach mal sehr viele Schwierigkeiten mit gehabt. Aber ich freue mich jetzt, endlich mal ein neues Gothic hier auszuprobieren, also Gothic 3. Wir werden auch die Erweiterung spielen Forsaken Gods bzw. Götterdämmerung werden wir auch spielen. Aber ich weiß, es ist nicht mehr von Piranha Bytes. Es war jetzt nur von Jovut oder Jovut oder Javut, wie ich öfters mal aus Versehen sage, dass O wie ein U lese oder A. Wir werden das aber auch spielen. Und wir werden uns auch ansehen, wie das verkackt wurde, sagen wir so. In Kenia werden wir genau dasselbe auch machen, weil da hatte man einfach nur die Charaktere genommen gehabt so und in eine neue Welt geschaffen, sozusagen. Und das richtig verkackt, weswegen ich aber auch Kenia nicht als Gothic 4, wie es da eigentlich beiläufig steht, hinzudichten werde, weil das, wie ich gerade gesagt habe, es ist hinzugedichtet, es ist nur die Charaktere genommen und dann da rein. Den Schmerz werde ich mir antun. Aber ich würde jetzt sagen, Gothic 3 starten wir mal. Ein neues Spiel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Thank you.
So, da sind wir wieder. Direkt auch sowas. Ja, okay, natürlich. Am unteren Bildschirmrand befindet sich ein Schnellleister. Wir drücken die entsprechende Hammer-Taste, wird der jeweilige Gegenstand benutzt oder die Waffe getroffen. Drück jetzt die Taste 1, um das Schwert zu ziehen. So, Hammer. Gut, um einen Gegner anzugreifen, bewege dich in seiner Nähe, bis dein Name angezeigt wird. Durch Drücken der Maustaste kannst du Schläge ausführen, um zu verhindern, halte die rechte Maustaste. Im Kampf kannst du während einer Attacke auf die Bewegungstaste drücken, um einen Gegner links oder rechts von dir anzugreifen. Attackiere einen Orb. Okay. Gut gemacht! Okay. Out. Okay, geht schon super los. Okay, nochmal pushen. Und wir gehen da. So, wo ist der nächste? Da. Diego? Nee, Juan. Entschuldigung, Juan. So. Da ist der nächste. Juan. 100 Erfahrung für jeden, aber. Okay, ich lieg jetzt hier bewusstlos. Kann ich aufstehen? Ja, ich kann aufstehen. So, wo ist meine Waffe? Habe ich keine Waffe mehr? Wo ist mein Schwert? Wo finde ich, Inventar? Hier, okay. Alle Gegenstände, die aufgenommen werden, landen im Inventar. Es gibt verschiedene Kategorien von Gegenständen, die rechts oben ausgewählt werden. Gegenstände werden benutzt oder angelegt, indem man ihn links anklickt. Wenn du den Gegenstand in der Schnellleistung verfügbar haben möchtest, zieh den Gegenstand per Drag and Drop in den gewünschten Slot. So, okay, wo haben wir mein Schwert? Ich hätte gerne mein Schwert wieder. Auch schlechter. So. Okay, da ist es. Meine Waffe war. Okay, kämpfen muss ich mit erstmal. Autsch. Ja, ich lieg hier jetzt wieder. So. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder zurechtfinden. So, da ist der nächste. Ja, super. Hängt schon sehr gut an. Ich sehe aber, ich muss meine Kerne ein bisschen anders positionieren. So, auch schlechter. Wie viel gibt's noch? Da ist noch einer. Gibt es hier noch jemanden? Da haben wir noch einen mit einer Armbrust. Jetzt kann ich Hilfe gebrauchen. Fängt schon sehr gut an. Diego, Lester, Milton, Gorn. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Zwei Orks auf einmal kriege ich hier noch nicht hin. Oh.
Geil. So, was? Okay. Habe ich jetzt zweimal genommen, oder wie? So macht man das. Level up, nice. Bin ich gut? Oder bin ich gut? Momentan seid ihr alle besser als ich, glaube ich. Da haben wir eine Innenstatue, finde ich schon mal. Wo kommen die jetzt her? Die Orks wurden besiegt. Du kannst nun die Waffe durch Drücken der Leertaste wieder wegstecken. Geh nun zu deinen Freunden und spreche mit jedem von ihnen. Nähere dich ihnen, bis ihr Name angezeigt wird und betätige die linke Maustaste. Sprich mit Diego, Gorn und Milton. Und was mit Lester? So, ich nehme alles. Ich gucke mal, was ich hier klauen kann. Beziehungsweise, ich werde hier mal ein bisschen was verschieben. So ein bisschen die Kamera weg und so. Also ein bisschen anders. Ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja. Ich wollte jetzt hier die, die übrig geblieben sind, mal looten. Nein, nicht die Bank, nicht die Bank. Kann ich das abbrechen? Oh, Hals verleibt. Sklave. Nimm alles. So kann ich den nicht looten. Ich musste einmal aus dem Spiel raus, komplett, damit ich hier einmal alles umstelle. So, das nehmen wir auch alles mit. Liegen hier jetzt keine Toten mehr, weil ich geladen habe. Verdammt. Rostiger Zweihänder. Ist auch wieder ein Sklave. Bolzen. Die nehmen wir natürlich mit. Oder die... Ah, die liegen alle da vorne. Das nehmen wir mit. Pfeil nehmen wir mit. Was haben wir hier? Karte der Welt. Ja. Was hast du getan? Die Orks hätten uns am Leben gelassen. Jetzt wird Xardas uns noch mehr von ihnen auf den Hals setzen. Du musst nach Redok gehen. Xardas? Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was hat Xardas mit den Orks zu schaffen? Was ist denn mit dir los? Warst du die letzten Wochen nicht hier? Xardas ist der Anführer der Orks. Er hat uns alle verraten. Was weißt du noch über Xardas? Er hat die Runenmagie zerstört, dieser verdammte Hurensohn. Ohne ihre Magie hatten die Paladine und Feuermagier keine Chance mehr gegen die Horden der Orks. Und was ist denn Redok? Was ist denn Redok? Das Lager der Rebellen. Es ist mitten im Wald. Dort gibt es Wölfe. Mit Wölfen werde ich fertig. Ja, aber die Biester sind verdammt aggressiv. Außerdem wirst du es alleine nicht finden. Ich glaube, dein Kumpel Gorn weiß, wo es ist. Du solltest mal mit ihm reden. Was soll ich den Rebellen sagen? Sag ihrem Anführer, dass er Leute schicken soll. Alleine haben wir keine Chance. Jetzt stecken wir mitten in der Scheiße. Okay, ich wollte aber hier den Ork plündern. Nein, nicht den Hocker. Ah ja, den hatten wir ja schon. Kuschewarok. Krieger. Gold. Okay. So, Heiltränke. Speer, nehme ich auch wieder alles. Teleportstein. Nehme ich alles mit. Buschwarok. Können wir alles verkaufen, sicher. Buschpach. Genau, Heiltrank. Gold. Silberpokal. Könnte ich Bücher mitnehmen? So, Kusch Agash. Was ist das? Schnaps. Ich nehme alles wieder mit. Eine Sense. Nehme ich auch wieder alles mit. Wir müssen ja natürlich wieder alles looten. Ich hoffe, hier ist... Steht hier, wie viel ich mitnehmen kann? Teleport nach Ardea. Feuerball, der gute alte Feuerball. Das finde ich super. Der Held heilt das anvisierte Ziel vollständig. Licht Innos schenkt den Menschen das Licht, damit es die Dunkelheit Belias vertreibt.
Hatte ich nicht gerade noch eine Weltkarte oder sowas eingesammelt? Hier werden alle Attribute und Talente des Helden angezeigt. Wenn der Held eine Stufe aufsteigt, erhält er Lernpunkte, die bei Trainern eingesetzt werden können. Bereits erlernte Talente werden Pfade dargestellt. Für weitere Informationen über Talente bewege den Mauskursor über das entsprechende Talentsymbol. Rüstung verbessern. Warte mal. Schmied? Der Held kann am Amboss normale Waffen schmieden. Er braucht einen Bauplan, die Zutaten und einen Schmiedehammer. Und hier benötigt die Schmiedekunst nochmal 15, hier 30, hier 60. Mana-Regeneration. Kann ich hier, Akrobatik? Der Held erleidet weniger Fallschaden, er kann durch einen Sturz nicht sterben. Oh, perfekt. Außer des Wolfs, der Held kann doppelt so lange sprinten. Wir können sprinten. Resistenz gegen Kälte, Hitze, Krankheit, Giftresistenz. Alter, das ist schon interessant. Was habe ich hier? Sobald der Held einen Zauberspruch erlernt hat, wird das jeweilige Symbol in diesem Buch farbig dargestellt. Diese Symbole können dann per Drag and Drop in die Schnellleiste gezogen werden, um benutzt zu werden, werden zu können. Für nähere Informationen über einen Zauberspruch bewege den Mauskursor über das jeweilige Spruchsymbol. Okay, das haben wir hier. Hier werden alle Pläne, Rezepte, Briefe und Karten abgelegt. Um Baupläne zu benutzen, brauchst du einen Amboss. Für Kochrezepte brauchst du einen Kochtopf und um Alchemierezepte zu haben, wird ein Alchemietisch benötigt. Briefe und Karten können gelesen werden, indem man den Mauskursor über das jeweilige Symbol bewegt. Manche Briefe können auch Missionen starten, indem man auf sie klickt. Ah, okay, wir sind hier. Kann ich hier reinzoomen? Gibt's hier ihn? Ishtar, Morazul, Benzalu, Bakesh, Benerai, Lago, Braga, Teles, Geldern, Silden, Montera, Kapdun, Adea oder so, Vengard, Parin, Bota, Wolfsklan, Hammerklan, Kloster, Feuerklan. Ich würde da gerne ein bisschen mehr reinzoomen können oder so. Mit Mausrad funktioniert es nicht. In diesem Menü werden die Missionen des Helden dargestellt und welchen Ruf er sich durch erfolgreich erledigte Missionen bei den Fraktionen und in den einzelnen Städten erarbeitet hat. Ruf in Nordmann 0, Ruf bei den Orks 0, Ruf bei den Rebellen 2, Ruf beim Waldvolk 0, Ruf bei den Assassinen 0. Assassinen? Geil! Es gibt Assassinen. Ruf bei den Nomaden 0. Okay. Finde Xada, sprich mit dem Anführer der Rebellen in Redok. Haupt alle. Erfolgreich, befreie Adair von den Orks. Gescheitert habe ich noch keine, okay. So. Hier will ich noch alles looten. Kushak Akash. Das nehmen wir auch mit. Okay, mit Q und E ist das sehr, sehr langsam. So, Krieger, wieder alles mitnehmen. Speer, auch wieder alles mitnehmen. Kuschpach. Und den Speer auch nochmal alles mitnehmen. Da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Diego, du bist alt geworden. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roba gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Ja, was ist mit Lester? Wo ist er denn? Hier, dass ich Milton? Ich kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ich komme mit. Wir sollten getrennt suchen. Finde du Xardas. Wenn einer was über die Magie weiß, dann er. Wir werden uns wiedersehen. Da bin ich mir sicher. Also,
Viel Glück. So, okay. Gorn. Wie in alten Zeiten, was? Die Orks hatten nicht viel drauf. Ich schätze, es gibt noch härtere als die. Was ist mit Lester? Wollt er nicht Verstärkung holen? Ja, sehr gut. Als nächstes sollst du mit deinem alten Freund Lester sprechen. Dazu laufe aus dem Dorf und folge dem Weg links zur Küste. Der zur Küste führt. Dort wirst du Lester finden, der weitere Informationen für dich hat. Sprich mit Lester am Strand. Okay. Von hier kommt das also mit dem Spruch. So, was ist eigentlich mit Lester? Wollte er nicht verstärken? Endlich weiß ich, woher das kommt. Sonnenkraut? So, ich zoome ein kleines bisschen mehr raus. Das war zu weit rausgezoomt. Da sehe ich noch was. Das kann ich bestimmt auch einsammeln. Herrscherkraut. So, aber wie sprinte ich? Eisenhalm. Da haben wir Lester. Und noch jemanden. Ist er die Verstärkung? Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Und was mit unserer Ausrüstung? Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Okay, was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Geschafft. Nun noch zurück zu Diego und die Nachricht von Lester zu überbringen. Und dann kann das Abenteuer losgehen. Berichtet Diego. Wer bist du? Ich werde einfach abwarten. Waldbären, die gibt's wieder. Ich finde super, dass das Schiff weg ist. Hat Flüchtling. Hast du sicher noch was zu erledigen? Ja, habe ich. Mit Sicherheit. Ich habe damit kein Problem. Das ist rot. Das ist wahrscheinlich Diebstahl. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Okay, hier nach oben werden wir langsamer. Interessant. Ach, das da unten ist ein Kompass. Okay. Wir haben hier einen Kompass. Wir wissen jetzt, wo es nach Norden geht. Kann ich mit M direkt... Ja, ich kann mit M direkt die Map aufmachen. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie groß die Welt ist. Und ich will... Oh, Kronstöckel! Die darf ich nicht fressen! Es ist wichtig, dass ich die nicht esse. Dass ich das dieses Mal hinkriege. Es war schon sehr, sehr schmerzhaft für mich, zu erfahren, dass ich die nicht essen durfte. Und, direkt Wölfe. Kann ich mit F5 direkt schnell speichern? Spiel gespeichert, okay. Stockt aber auch ein bisschen. Das waren aber auch gleich drei Wölfe. Ich weiß nicht, ob ich stark genug gegen die bin. So, was mich aufgeregt, das sieht aus, das war jetzt ein Scavenger, Scavenger Ei und rohes Fleisch, nehmen wir mit, da vorne ist gleich der nächste, werde ich von einem Scavenger umgeboxt hier. So, okay, ich will jetzt aber auch nicht zu viel riskieren, jetzt gerade ganz zu Anfang. Ich sehe zu, dass ich hier noch ein bisschen loote. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das hier? Da ist noch ein Scavenger, aber den lasse ich jetzt mal. Wir gehen zu Diego. Und... dann schauen wir mal, wie... Was ist los? Piraten.
Die verdammten Mistkerle sind mit unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst. Und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Okay, und was willst du jetzt? Was wirst du jetzt tun? Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. So, eine Sache werde ich jetzt mal machen müssen. Video, gibt's hier irgend oder Details? Ist auch angepasst. Audio. Untertitel machen wir an. So, und... Sieh zu! Ja, okay, danke, sieh zu. Was willst du jetzt machen? Ich werde mich auf die Suche nach den Rebellen machen. Ich wette mit dir, dass sie noch nicht alle tot sind. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Okay, Gorn zeigt dir das Rebellenversteck. Wenn wieder Lee da ist und so, schließen wir uns wieder Lee an. Aber ich würde mich lieber tatsächlich gerne auch den Assassinen anschließen. Die Assassinen klingen sehr interessant für mich. Gorn? Schon wieder eins von diesen Team hast. So, das wäre so erledigt. Ein Mistvieh weniger. So. Alter, wie hoch kann ich denn springen? Ich muss ein bisschen noch alles ausprobieren. Ob die Steuerung hier auch alles gleich ist oder so. Was haben wir hier? Flammenbeere. Gorn? Siehst du, da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Ich werde eine Weile hier bleiben und dann weiterziehen. Lass dich nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Ach, da unten. Das sind die Rebellen. Renton? Du siehst nicht aus wie ein Holzfäller. Ich denke, dein Platz ist eher bei den Kriegern, unten in der Höhle. Wie läuft's? Nicht so gut. Wir wurden von aggressiven Wildschweinen von unserer Arbeit vertrieben. Ich habe es den Kriegern schon gesagt, aber die haben nur den Kampf gegen die Orks im Kopf. Wenn diese Biester nicht bald verschwinden, können wir nicht weiterarbeiten. Was gibst du mir, wenn ich die Wildschweine auf eurem Arbeitsplatz töte? Ich bin nur ein einfacher Arbeiter und habe nicht viel. Aber wenn du uns diesen Dienst erweist, gebe ich dir 30 Goldmünzen. Okay, ich erledige. Die Wildschweine. Wo sind sie? Du steigst die Treppe hier rauf und gehst ein Stück nach Osten in den Wald. Verstehe. Okay, jetzt führt die aggressiven Wildschweine. Rebell. Trotzdem, wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Späher in diesem Gebiet. Okay, erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir kurzen Prozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen.
Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Redok auf kurz oder lang finden. Was mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Was ist mit den Menschen, die für die Orks arbeiten? Die meisten von ihnen sind Sklaven. Es gibt aber auch menschliche Orksöldner. Sie dürfen sich in gewissen Grenzen frei unter den Orks bewegen. Ich kann nur hoffen, dass du dich nicht mit ihnen einlässt. Warum soll ich die Orksöldner meiden? Warum soll ich die Orksöldner meiden? Menschen, die mit unserem Feind paktieren, sind der Feind. Der Weg des Orksöldners ist einfach. Ohne Freiheit und gegen unseren Gott Innos. Ich werde auch persönlich auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Ich komme aus Ardea. Ich komme aus Ardea. Wir haben die Orks aus dem Dorf getrieben. Rede mit Javier. Er weiß schon Bescheid. Javier? Einer unserer Späher hat das Ganze beobachtet. Javier ist unten in der Höhle. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hier kannst du Waren kaufen, verkaufen oder auch tauschen. Zieh einfach die gewünschten Gegenstände, die du kaufen möchtest, vom Inventar des Verkäufers in das Feld links unten. Falls du Gegenstände verkaufen oder auch tauschen möchtest, ziehe diese von deinem Inventar in das Feld rechts unten. Wenn die Waren gleich viel wert sind, kann getauscht werden. Falls die Waren unterschiedlich viel wert sind, kann die Differenz durch die Schaltfläche Goldausgleich bezahlt werden. Der hat 16.000 Gold, was hat er hier? Rebellenrüstung, leichte Rebellenrüstung, Lederkluft, Bauernkleidung, Helm. Rostiger Zweihänder. Goldwert 30. Dann haben wir hier noch einen Jagdbogen. Ork-Armbrust. Die behalten wir erstmal. So, dann haben wir hier Krusch-Barock. Sense. Holzfäller-Axt brauchen wir nicht. Und dann die Dinger. Goldwert 1900. Ja. Goldausgleich. 1000 kriege ich dafür. Ich will mehr, hallo? So, schließen. Rebell. Der heißt auch Rebell. Den hatten wir ja schon. Morgentau. Keine Dunkelpilze? Dämonenpilz. Die mag ich jetzt schon. Da haben wir auch nochmal. Krötenwurz. Okay, ich bin jetzt neugierig. Oh, es ruckelt aber auch viel. Ich glaube, ich muss dann noch irgendwie ein Patch runterladen oder sowas. Irgendwie noch irgendwas. Zauberwurzel. Ich nehme erstmal wirklich alles mit. Rebell. So, ich laufe mal lieber so. Hä? Okay, nicht immer funktioniert das mit den Dings. Okay, jetzt ist es sprinten. So, noch ein Rebell. Malo? Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Malo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Malo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen.
Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Okay, was machst du mit dem Kram? Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Okay. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Was gibt's in Kapdun? 20 was Gold? Gibt's in Kapdun? Dieser dicke Alchemist in Kapdun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. So, was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht. Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Okay, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Dietrich hier. Hier sind Münzen. Karte der Welt, haben wir ja eine. Schmiedehammer. So. Benötigte Stärke 135. Wie viel Stärke haben wir? 2 Erfahrung 1650, nächste Stufe bei 3000, Lernpunkte 20. Werke sind wir bei 100. Jagdgeschick 100, altes Wissen 0. Schmiedekunst 10, Diebeskunst 10, Alchemie 10, Lebensenergie 200, Ausdauer 150, Mana 100. Schutz vor Klingen 0, Schutz vor Zerschmettern 0, alles 0, okay. So, wir sammeln uns erstmal noch ein paar Quests. Ich kann nicht mehr. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Schön, dass die Akzent haben, hier auch. So manche. Warte mal, gab's hier noch was zu looten? Die Musik war gerade nice. So, okay, hier muss ich auch noch mit den Leuten mal reden. Fangen wir mal da an. Joey! Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht allzu weit in das Höhlensystem vorwagen. Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Was stimmt nicht mit diesen Höhlen? Wir haben sie noch nicht ganz erforscht. Irgendwo im Osten soll es noch einen weiteren Ausgang geben. Leider sind die östlichen Höhlen verseucht mit Viechern. Ist das eine ehemalige Mine? Ist das hier eine ehemalige Mine? Möglich. Aber wenn, dann ist hier schon seit Jahren nichts mehr abgebaut worden. Wir haben die Höhlen hier so vorgefunden. Wir mussten sie nur noch von den Höhlenviechern säubern. Welche Höhlenviechern? Minecrawler? Was ist deine Aufgabe? Ich bin Wachposten. Ich achte auf den Südausgang von Redok. In meiner freien Zeit trainiere ich in der Arena für den Ernstfall. Willst du mit mir in der Arena kämpfen? Werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen? Ich werde euch den Ostweg von Viechern freiräumen. Das ist Wahnsinn, Mann! Du solltest dich vorher gut vorbereiten. Dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat hier aber Rezept scharfer Pfeil. Goldwert 1300. Oh, ich will hier vieles lernen. Wer bist du? Hallo, Rebell. Einmal kurz speichern. F5. Hier funktioniert das wenigstens. Wir sind schon bei 40 Minuten. Beziehungsweise ich bin bei 40 Minuten. Ihr werdet wahrscheinlich ganz andere Zeiten gleich sehen, weil das sind die Viecher. Oh, da! Höhlengoblin, okay. Da! Oh! Da! Da! Jo, ich bin gleich tot. Da! 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 Jo. Okay, der haut aber nicht auf mich drauf, während ich auf dem Boden liege. Und da kommt er schon wieder. Da!
Verdammt. So, okay, komm. Da! 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 So. Ich nehme wieder alles mit. Wo ist ein schwerer Ast? Knüppel. Hier auch wieder alles. So, aber ich glaube, ich lasse die mal hier in Ruhe. Die Erfahrungspunkte habe ich zumindest mitgenommen. Zauberwurzel. Noch eine Zauberwurzel. So, und hier die Zauberwurzel nehmen wir. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich mache hier keinen Ärger, keine Sorge. So, Rebell. Rebellin. Kappa. Hey, du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kleines Kämpfchen in der Arena gefällig? Nicht jetzt. Mit dem prügeln wir uns ein andermal. Was hat er denn hier? Rostige Streitaxt? Ist das hier die Arena? So, Norris? Ah, ein neuer Mann. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um unsere Kampfkraft in Redok. Wir trainieren und versuchen uns, so gut es geht, auf einen Kampf mit den Orks vorzubereiten. Der abgesperrte Bereich da drüben ist unsere Trainingsarena. Zeig mir, wie man kämpft. Zeig mir, wie man kämpft. In Ordnung. Ich zeige dir, wie man mit der Waffe umgeht. Und du machst dich nützlich für unser Lager. Ihr bekämpft euch gegenseitig in der Arena? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Stärke? Ich will starker Schwertkämpfer werden. Ich will ein Schwertmeister werden. Okay. Mit großen Waffen. Schildparaden. Wir können Schilde haben. Ich mache aber erstmal Stärke. Gut so. Weiter so. Und das hier noch. Dazu bist du noch nicht bereit. Also ich habe nicht genug den 40 Stärkpunkt. Okay. Aha. Gut so. So, jetzt habe ich 0 Lernpunkte. Was soll ich für euch machen? Was soll ich für euch machen? Unsere Schmiede stand tagelang still. Trotzdem haben die Kämpfe mit den Orks nicht abgenommen. Wenn du uns 5 Waffenbündel bringst, kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Wo kann ich die Waffenbündel finden? Waffen gibt es dort, wo es Orks gibt. Sie können mit den Waffen der Menschen meist nichts anfangen. Also sammeln Sie diese, verpacken sie in Waffenbündel und lagern sie irgendwo. Verstehe. Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Wie läuft das genau mit der Arena? Du forderst jemanden zum Kampf und steigst mit ihm in die Arena. Sobald ihr die Arena betreten habt, geht's los. Das ist alles? Nicht ganz. Es gibt 2 Regeln. Erstens, derjenige, der die Arena im Kampf verlässt, hat verloren. Zweitens, wenn einer am Boden liegt und nicht mehr aufsteht, ist der Kampf vorbei. Wer nachtritt oder den Gegner tötet, wird von allen dafür zur Rechenschaft gezogen. Verstehe. Okay. So, dann haben wir hier nochmal Rebell. Da haben wir Javier. Warum auch immer der Javier heißt und nicht, ich hätte gesagt Javier oder so. Da gibt es noch mehr zum Looten. Holzschild. Mondpilze, die mag ich jetzt schon mal. Allein vom Namen. 2 Händer. Ein Speer. Das ist orange, also darf ich das, glaube ich, nicht klauen. Ein Schwert.
Rostiges Schwert? Knüppel? Ich bediene mich hier einfach mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich hoffe, dass es jetzt, ich hoffe, die werden mich jetzt nicht dafür verurteilen, ja? So, hier ist aber auch schon direkt ein Bett. Ist das genauso wie in Gothic 1 und 2? Bis zum nächsten Morgen schlafen? Ja, Gesundheit ist voll. Wir werden dieses System hier auch hin und wieder mal ausnutzen mit dem Schlafen. Was habe ich da gehört? Gibt's irgendwo Minecrawler? So, dann noch mal kurz ins Inventar gucken. Was haben wir hier? Wir haben... Was ist das hier? So, das ist ein Jagdraum. So, ein blauer Jagdraum. Ah, okay. Der benötigte Stärke 150, der 200. Das einzige, das besser ist. Bonus-Talent Ork-Töter. Ah, okay. Will den erstmal in Weichen behalten. Alles andere scheint schwächer zu sein. Selbst die Armbrust von Orks ist schwächer. Und wir haben noch 1990, fast 2000 Gold. Finde ich schon mal gut. So, aber dann würde ich sagen, wir machen mit Javier, sprechen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.